Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir werden uns in diesem Video mit Modern C++ beschäftigen. Und ich möchte Ihnen erklären, warum man im C++ 11 Standard von Modern C++ redet. Dann ist natürlich die Frage, wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Modern C++ und traditionellem C++? Es gibt einige Klassen und einige Funktionen, die eben mit dem C++ 11 Standard Einzug in die Standard Library gemacht haben, und diese Klassen sind unter anderem eben Smart Pointers, genauer genommen eben der Shared Pointer und der Unique Pointer. Und der Punkt ist eben, dass man, wenn man diese Klassen einsetzt, man sich selbst kaum noch Gedanken machen muss über manuelles Freigeben von Speicher. Das macht sozusagen der Smart Pointer für uns, und der Shared Pointer im Besonderen, was der macht, ist eben Referenzzählen. Wir können Shared Pointer ganz einfach via Call by Value weitergeben. Die unterschiedlichen Pointer zeigen eben jeweils auf dasselbe Objekt, üblicherweise im Heap. Und wenn dann diese Smart Pointers, die per Call by Value an die verschiedenen Funktionen weitergegeben wurden, irgendwann out of scope laufen, sei es, weil sie eben Teil einer Methode als Parameter beispielsweise waren und diese Methode dann ausläuft, dann wird eben der Referenzzähler auf das darunter liegende Objekt verringert. Oder es kann eben auch sein, dass ein Smart Pointer in einem Feld, in einem Objekt gespeichert wurde und dieses Objekt wird deallokiert. Auch dann wird eben der Smart Pointer freigegeben, und wir haben dann die Möglichkeit, dass auch hier der Referenzzähler auf das dahinterliegende Objekt wieder erniedrigt wird. Und erreicht dieser Referenzzähler 0, dann haben wir eben den Fall, dass keiner mehr das Objekt referenziert, und das Objekt wird automatisch vom letzten Smart Pointer, der noch da ist, gelöscht. Das ist eben der große Vorteil. So müssen wir uns eben nicht selber Gedanken machen, okay, wer ist jetzt für die Lebenszeit dieses Objekts verantwortlich, und wer muss dann letztendlich Delete aufrufen, damit das entsprechende Objekt wieder aus dem Heap rauskommt. Das macht der Smart Pointer für uns. Das heißt, wenn Sie nach Modern C++ entwickeln, sollten Sie Smart Pointers einsetzen, anstatt auf normale Pointer für Heap-Objekte zurückzufallen. Der zweite wichtige Punkt meines Erachtens, der mit Modern C++ zusammenhängt, ist, dass Sie keine C++-Arrays benutzen. Ich meine, Arrays waren in C-Sharp schon nicht das Maß aller Dinge. In C++ haben sie aber noch weniger zu bieten, weil sie wissen im Gegensatz zu C-Sharp nämlich nicht mal, wie groß sie sind. Ja, sie müssen also sozusagen immer eine zusätzliche Variable oder einen Wert, besser gesagt, mitführen, in dem drinsteht, wie groß ist denn eigentlich der Array, den wir hier gerade haben. Der Punkt ist ganz einfach, sie sollen diese Arrays, wenn möglich, vermeiden und stattdessen Collections aus der Standard Library einsetzen, genauso wie es eigentlich in C-Sharp der Fall ist. Da haben wir auch gesagt, List of T bietet uns so viel mehr Möglichkeiten als ein Standard Array, der in C-Sharp mit der Sprache mitkommt. Und genauso ist es eben mit der Standard Library in C++. Dort gibt es die Klassen wie Vector of T, was eben der List of T entspricht. Also hier kann ich gleich schon mal die Header mit angeben. Das ist eben Vector. In diesem Header ist eben die List of T-Variante von des Vektors mit dabei. Und ich kann mir dann eben einen neuen Vektor erzeugen, indem ich dann, auch der ist eben generisch, da kann ich dann eben angeben, welche Objekte er verwalten soll. Und der Punkt ist ganz einfach, es gibt noch andere wie Linked List oder Stack und eine Queue, die in der Standard Library mit enthalten sind, und nutzen Sie diese Collections ganz einfach genauso, wie Sie List of T und andere Collections in C-Sharp benutzt haben.
und dann können sie eben sich einer wesentlich besseren API bedienen als die, die Arrays in C++ ihnen zur Verfügung stellen. Das sind so die wichtigsten Punkte. Es, im Prinzip gehört zu dieser ganzen Collection-Sache auch dazu, dass sie bitte nicht constant char strings machen, also sozusagen Pointer auf chars, auf Buchstaben. Also wir können uns ja hier mal eben einen constant char string 1 machen und hier können wir dann eben Hallo Welt reinstecken. Das wäre eben die C-Variante, wie man mit Stringketten umgeht. Man benutzt einfach mehr oder weniger ein Array, der eben hier auf Hallo Welt in diesem Fall zeigt. Was sie stattdessen benutzen sollen, ist, kommt auch wieder aus der Standard Library, ist die String-Klasse. Und sie können sich eben hier einen String erstellen. Namespace vergessen. Das ist eben hier der Standard String, das wäre String 2. Und diese String-Klasse bietet Ihnen im Wesentlichen eine ähnliche API wie die String-Klasse aus C#. Also Sie können zum Beispiel konkatenieren. Wie Sie das auch aus C# gewohnt sind und Sie können Substrings bilden und so weiter. Aber ich werde auch genauso wie in C# hier nicht sämtliche Members, die diese Klasse eben bietet, zur Verfügung stellen. Sie haben aber natürlich jederzeit die Möglichkeit, dass Sie einfach hier mal F1 drücken und dann wird Ihnen hier eben die MSDN geöffnet und Sie können sich hier tatsächlich die Members, die dann eben String bietet, tatsächlich hier direkt anschauen. Das ist eben der Punkt, der mit Modern C++ gemeint ist. Man soll einfach nicht auf die C-Implementierungen, auf Arrays, auf manuelles Memory Management, auf die C-Strings zurückfallen, sondern man soll bitte die neuen Klassen und Funktionen nutzen, die mit der Standard Library in C++11 Einzug genommen haben. Und damit bin ich am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!